Luca, gestern Abend gegen Bochum leider mit 2:3 verloren. Trotzdem gab es was Positives. Du hast dein Comeback gefeiert. Das Wichtigste zuerst. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich gut. Ich habe keine Probleme jetzt aus dem Spiel rausgenommen, was für mich natürlich wichtig ist. Ja, als Fußballer ist immer das Schlimmste, raus zu sein. Vor allem auch in der Phase, wo es ja in den Wochen davor nicht so gut lief. Da willst du natürlich immer dabei sein. Jetzt lief es die letzten Wochen besser und dann freust du dich natürlich auch, ja, wieder mit dem Team trainieren und auch spielen zu können. Übermorgen spielen wir gegen Heidenheim. Ihr habt jetzt nicht allzu viel Zeit, euch vorzubereiten. Siehst du das eher positiv, weil ihr quasi direkt wieder was gut machen könnt, oder hättest du lieber noch 2-3 Tage Regeneration? Nee, das ist super, das nächste Spiel so bald wie möglich zu haben. Das ist als Fußballer immer so, wenn du ein Spiel verlierst, dann willst du so schnell wie möglich ins nächste, um ja, es einfach besser zu machen, um Punkte nach Hause zu holen. Das Hinspiel gegen Heidenheim konnt ihr ja mit 4:2 gewinnen. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, die hatten im Sommer einen kleinen Umbruch, haben ein paar wichtige Spiele verloren, haben aber auch gute Leute dazugeholt wieder. Ich denke, das ist eine super Mannschaft, also eine gute Zweitliga.